Hallo meine Lieben, heute gehen wir mal auf die Reise und schauen uns Ergebnisse von einem alten Menschen aus der Yamnaya-Kultur an. Wenn man jetzt schaut, der hat ungefähr vor 4726 im Kaukasus gelebt. Hier diese Probe hat die mütterliche Haplogruppe U5A1D und ja, man hat sie zur Yamnaya-Kultur zugeordnet. Man muss aber eins bedenken, zu der Zeit haben viele ethnische Gruppen im Kaukasus gelebt, auch die Kuraraxis-Kultur oder die Maikop-Kultur. Und wahrscheinlich gab es da natürlich auch Vermischungen bei den Menschen. Aber jetzt schauen wir mal dieses Ergebnis an. Es gibt anscheinend Forscher, die dann diese DNA-Ergebnisse auf GEDmatch hochladen. Und jetzt schauen wir uns dieses Ergebnis genauer an. Als erstes, es gibt ja so eine Vermutung, dass diese Yamnaya-Kultur dann überwiegend Westeuropa auch dann besiedelt hat später. Also der Vorfahre der Kelten, der Germanen, ja. Und jetzt schauen wir uns mal dieses alte Ergebnis an, wie so eine Yamnaya-Kultur in GEDmatch bei Dodecat ausschaut. Gehen wir mal rein, hier Dodecat, das Ergebnis haben wir hier. Dann drücken wir mal auf Orakel. So, da gehen wir hier rüber. So, was mir jetzt gleich mal auffällt, die Distanz zu einer modernen Kultur jetzt in GEDmatch ist sehr weit weg. Also bei 24,33 Mordovian, das ist ein Volk, was in Zentralrussland lebt, hat relativ hohe Ostasien gehen, aber die Distanz mit 24 ist eigentlich nicht der Rede wert. Also ist viel zu weit weg. Was interessant aber ist jetzt hier oben. Also erstens, man sieht North European 61,5. Da haben die Finnen im Augenblick, glaube ich, die höchsten Werte und die Litauer. Und unten sieht man dann Gedrosia mit 27,84. Das ist jetzt so gesehen echt ein sehr hoher Wert. Wenn man es jetzt zu den modernen Europäern vergleicht, die haben nämlich jetzt da, die Deutschen haben vielleicht jetzt noch 8 oder 9% maximal, die Kurden zwischen 25 bis 28%, anatolische Türken so zwischen 12 bis 17%. Das ist der Wert der alten iranischen Völker, nicht der indo-iranischen Völker, sondern der alten iranischen Völker. Da ist zwar auch ein Anteil wahrscheinlich indo-iranisch dabei. Das sehen wir dann bei dem NDLP-22-Projekt. Der Kaukasuswert, obwohl diese Probe aus dem Kaukasus stammt, relativ gering, 4,43. Heißt, da hat man sich mit den Kuraraxis-Kulturen noch nicht vermischt. Aber auch Atlantik-Mediterranen, also der Wert der alten Anatolier, total gering. Wir wissen, dass jetzt die Westeuropäer da relativ hohe Werte haben. Die haben dazwischen 25 bis 40%, je nach Region, Atlantik-Mediterranen. Aber dieser Mensch aus der Yamnaya-Kultur eigentlich fast gar nicht. Es gibt noch einen kleinen Sibirien-Wert mit 2,49 und ein ganz kleiner Sub-Saharan-Wert. Bei der Mixtur, wie ich es schon vermutet habe, aktuell haben Finnen und Litauer den höchsten North European Wert und darum gibt er hier auch an, zu 70% Litauer oder Finne. Und das sind alte iranische Richtung Indien, also Makrani oder Balochi, das waren die alten Völker, die auch im Iran gelebt haben. Da habe ich ja auch ein Video gemacht vor kurzem. Und man sieht, dass da eben 30% vorhanden ist. Ich glaube auch, dass diese Yamnaya-Menschen, man gibt es eine schöne Seite, Ancestral Whisperer, die sind überwiegend eher dunkelhäutiger und auch dunkelhaarig gewesen. Ja, so, jetzt schauen wir uns mal den nächsten Wert an. Und zwar gehen wir mal auf die MDLP-22-Werte. So, da starten wir gleich durch. Also man sieht, Northeast European ist tatsächlich der größte Anteil mit 50%. Bei MDLP-22 kommt aber zusätzlich ein großer Westasien-Anteil mit 27,46%. Und auch die Ostasien-Gene mit Samoetik, das ist so das Gebiet der Jakuten,
Zentralasien Richtung Norden. 8,15 wirklich hoch. Jetzt ist interessant, North European Mesolithic, das sind die alten nordeuropäischen Gene, uralten, noch älter wie eben Northeast European, vielleicht man kann sagen die einheimischen nordischen Völker mit 6,98. Indo-Iranian mit 4,72, nur nochmal zum Verständnis, Deutsche haben ungefähr 3% und Kurden haben bis zu 4%. Aber auch meistens so 3,5%. Dann kommen wieder Melanes, Mesoamerican, das sind so ein bisschen Ost-, also zentralasiatische Gene. Dann ein bisschen Indien mit 0,17. Den Wert hätte ich eigentlich höher eingeschätzt, komischerweise, weil wenn der Gedrose-Wert so hoch ist. Und ja, South American, American und Sub-Saharan. Hier kommt dann der Tatar, aber auch hier die Distanz mit 20,75 einfach zu weit weg. Auch der Kuwasch. Das liegt aber daran, dass eben diese Samoetic-Werte so hoch sind. Und unten Tadschik, Northeast European Ancestral, das sind halt diese alten Source-Datas, also das, was eigentlich die Database ist, ja. Aber auch ein Lesgin ist mit drin, was ja überwiegend ja, im Kaukasus zu finden ist, Taparsan. Tadschiken sind auch so ein indo-iranisches Volk, was aber sehr hohe Ostasien-Gene hat. Recht interessant. Jetzt tun wir uns doch mal den Gefallen und schauen uns mal die modernen Wahudu-Werte an, was da rauskommt. So. Also mit 0,06, das ist eine Distanz von 6,8, kommt der Mordwin, genau. Dann der Ukrainer, Mordwin, Russien, Finn, Russen. Also, man muss aber auch sagen, bei diesen modernen Wahudu-Werten, wenn man die G25-Koordinaten nimmt, dann sollte der Wert auf alle Fälle unter 0,05 sein, um es überhaupt ja, ein bisschen plausibel zu erklären. Man sieht aber eben, dass diese Yamnaya-Kultur jetzt gar nicht einem modernen Westeuropäer ähnlich ist. Ja? Geht eher Richtung Zentralasien und dann Ukraine, auch Richtung Finnland. Ja? Wobei die Finnen auch einen ganz anderen Mix haben wie jetzt Westeuropäer. Das haben wir ja auch bei den alten Videos gesehen. Und jetzt schauen wir uns noch ein Bild an, wie die ausgeschaut haben. Ich habe nämlich einen Kumpel, der schaut fast genauso aus. Dann starten wir mal durch. Also hier Maikop, die haben auch in dieser Region gelebt, im Kaukasus. Dann Steppe Maikop, die kamen mehr aus Zentralasien. Und hier ist der erste Yamnaya. Ich habe einen Freund, einen deutschen Freund, der schaut ihm wirklich sehr ähnlich, vor allem wenn er einen Bart hat, wenn man jetzt hier draufklickt. Ja, vor 4700 Jahren, ja, und so schaut er ungefähr aus. Tatsächlich sieht man eben hier, so, man sieht, die waren eher dunkler, ja, und gar nicht so, jetzt so wie ein Westeuropäer, den man sich jetzt so typisch vorstellt, auch einen Deutschen. Also blond und bläugig, glaube ich, eher weniger. Jetzt schauen wir mal, ob ich noch eine andere Yamnaya-Kultur habe hier drin. Jetzt schauen wir mal runter. Da die Maikop. Da ist auch nochmal ein Yamnaya. Hier auch nochmal ein Yamnaya. Klicken wir mal auf den. Wann hat der gelebt? Ja, auch ungefähr vor 4.500 Jahren. So, meine Besten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.